2 mit einem Level. Einen Schlag hoch. Fühlt jeder mit ins Team. Und da halt ein Team haben, was nicht so mehr spielt. Und das ist ein Teil. Ich werde mit dem Pokémon gewinnen, wenn man gehen gerade jetzt mit dem Synchro hoch. Da liegt ein Scheinus. So, hier oben sind alle Jungs. Ich kann direkt die Schanze noch ein ganz gut. So. Jetzt haben wir noch ein kleines Ding. Und dann legen wir uns auf die und alle drei gehen immer noch hoch. Charlie Level 6, Charlie Level 6 und Level 10. Gegengift. Zubat. Zubat ist eigentlich ganz cool, weil die weiter mit dem Dolbat, also Oscar, zu bringen. Jude, ich gerne mit. Ich möchte gerne ein weiteres Pokémon meinem Pokédex hinzufügen und dann nochmal Feierabend. Dann gibt's nochmal Zubat. Nicht nochmal zu. Das kriegen wir schon noch irgendwie. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Aber letztlich gucken wir mal auf den Mann. Herzlich willkommen zu Rückzug. Wir machen wieder.
Ort. Also kann jetzt hier diesen Weg verlassen und uns weiter, wie gesagt, Jubelstadt widmen. Diese Stadt, die muss erkundet werden. Das glaube ich, das ist die Hauptstadt oder die größte Stadt der 7 Regionen. Naja. Und wir fangen jetzt aber schon, wenn wir hier sind, mit dem Pokémon Center an. Ich habe es mit dem Weg, das mache ich immer. Welle, die Pokémon-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 
einen solchen Ball bist du nicht gehalten. Das bedeutet, dass das Pokémon davon, mit dem du es gefangen hast, im Kampf einsetzen kannst. Du musst im Inneren des Balls eine eigene Wirkung haben. Ich liebe es, wenn meine Pokémon ihre Attacken einsetzen, wenn sich dabei mal erlernen, sie manchmal sogar neue Attacken, weil ich dann immer wesentlich für sie ihre neuen Attacken des Balls bringen. Hast du schon wieder Trainerschule? Ich weiß, ich wollte zu den Goldies nachholen. So, dann ist klar, sie passen wir gleich an auf der Trainerschule. Hast du mich im Fernsehen gesehen? Da kannst du auch nicht mit mir. Hier, wenn man mit der Pokémon unterwegs ist, desto zutraulicher werden sie. Ich habe 100 Kilometer für die ganze Welt und da kommt ja auch nicht weiter, weil jetzt bist du im Flipbook. Nur weiter geht es zu gut. Cool, danke. Wenn man nur Wasser findet, dann ist es ja ich werde weiter zu den Bürgerchen entwickeln, genau wie ein Pokémon entwickelt sich auch ein Pocket weiter. Wir kommen nach Pocket in der Gesellschaft. Wir sind in Familie unterwegs. Jetzt habe ich das gar nicht so mal mit raus. Wir suchen jetzt mit unserem Lager, dass wir uns versetzen, die neue zu den Pocket entwickeln. Schließlich hat uns nicht zu viel, unsere Kunden zu den Prioritäten. Doch das wäre ein bisschen zu lang. Aber egal, ich bin jetzt der Vater des Präsidenten der Pokus, der wäre gern. Ich bin ziemlich komisch. Mein Mann ist Präsident der Firma, dabei hat er eine ganz kleine Garage angefangen, Dinge herzustellen und befehlen. Wir fertigen Produkte an die Menschen auf der ganzen Welt. Ich bin jetzt nur vor. Sag mal, was ist eigentlich ein Pokus? Davon gibt es drei verschiedene Modelle, die jeweils unterschiedliche Farben haben. Dann machen wir heute Trainer schon. Okay, also jetzt. Wir haben ja erst. Ja, einfach so. Einfach 10 Minuten. Ich habe keine Aufsatz geschrieben, wenn der Titel lautet, was zeichnet ein wahrer Pokémon-Trainer aus? Pokémon sind in der Lage, Items einzusetzen, die in den Fallen gegeben werden. Aber mit bestimmten Items, die von Menschen hergestellt werden, werden dann kämpfen, mit denen wir für sie selbst nicht anzufangen. Du wirst auch nicht lange ein Trainer, stimmt? Du sollst dir die Sache durchlesen. Paket. Was ist das? Oh, klasse, das ist
so eine Karte. Oh, aber wieso denn zwei davon? Ich finde die zwar toll, aber ich brauche nur eine. Hier, kannst du andere haben. Eine Karte. Wenn ich eine Karte errichte, dann heißt man, dass es hier wird abzulegen. Dann gibt es auch eine Arena. Und die einzige Trainer meiner Pokémon. Für sich bin ich der beste, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Wie sieht sich? Dieses Lied kann ich nicht mehr.